Die Montage des selbstgebauten Doppelgärungsanschlags dauert weniger als 2 Minuten. Dazu wird ein 100 mm breites Multiplexbrett in der Tischnut des Formatschlittens und am Auslegertisch befestigt. Dabei ist es wichtig, dass dieses Brett genau rechtwinklig zur Tischnut verläuft. Anschließend stecken Sie den gesamten Gärungsanschlag auf die beiden vorstehenden Schlossschrauben und befestigen ihn mit Unterlegscheiben, Muttern und Flügelmutter am Multiplexbrett. Als nächstes stellen Sie den Gärungsanschlag mit einem Gärmaß oder hochwertigen Geodreieck auf 45 Grad ein. Und schon kann's losgehen. Sägen Sie zuerst immer nur ein Rahmenende auf Gärung und achten Sie darauf, dass Sie beispielsweise alle kurzen Rahmenstücke am vorderen Anschlag und alle langen am hinteren Anschlag sägen. So kommen später immer passende Gärungen zusammen, selbst wenn die Vorrichtung nicht hundertprozentig auf 45 Grad eingestellt wurde. Jetzt stellen Sie über die beiden Anschlagreiter die gewünschte Rahmenlänge ein. Der kleine Falz im Anschlag sorgt dafür, dass die Gärungsspitze nicht beschädigt wird und klemmt die Leiste schon mal im hinteren Bereich sicher am Anschlag fest. So können Sie wesentlich entspannter und sicherer Ihre zweite Gärung ansägen. Benutzen Sie aber auch hier wieder eine sogenannte Abweisleiste. Die verhindert, dass die Sägeabschnitte von den hinteren aufsteigenden Zähnen des Sägeblatts erfasst und möglicherweise nach oben in Ihre Richtung geschleudert werden. Dann wieder darauf achten, dass Sie alle kurzen Rahmenstücke am vorderen und alle langen am hinteren Anschlag sägen. Zum Schluss legen Sie die Rahmenteile zusammen und testen die Passgenauigkeit der Gärungsschnitte. Das Beste an diesem Doppelgärungsanschlag ist aber, dass Sie im Handumdrehen auch unterschiedlich breite Rahmenhölzer auf Gärung sägen können. Legen Sie dazu einfach die beiden unterschiedlich breiten Rahmen aufeinander und verbinden Sie deren diagonale Schnittpunkte miteinander. Dann greifen Sie die Schräge mit einer Schmiege ab und stellen den Gärungsanschlag mit Hilfe der Schmiege auf den entsprechenden Winkel ein. Dabei ergibt sich automatisch ein stumpfer Winkel am vorderen Anschlag
und ein spitzer am hinteren. Alle breiten Rahmenteile, die eine stumpfe Gärung erhalten, werden dann am vorderen Anschlag und alle schmalen, die die spitzere Gärung benötigen, am hinteren Anschlag angelegt. Und zunächst wieder nur ein Rahmenende auf Gärung sägen. Danach wieder die Anschlagreiter auf das gewünschte Längenmaß einstellen und die zweite Gärung ansägen. Auch hier sorgt wieder der kleine Falz im Anschlagreiter dafür, dass weder die Gärungsspitze beschädigt wird, noch die Leiste im hinteren Bereich vom Anschlag wegdriften kann. Mit diesem Doppelgärungsanschlag kann auch das sonst lästige Sägen von Gärungen so richtig Spaß machen. Vor allem, wenn die Teile später auf Anhieb hundertprozentig zusammenpassen. Also auf geht's, werden auch Sie zum Herr der Gärungen.